Hallo, ihr Gwirlinge! Arik und seine Gefährten sind in Neketaka auf Artefaktsuche für das Becken der Erinnerung in Kasuvari. Ihr kennt euch aus. Ich muss es nicht erklären. An der Heiligen Treppe bzw. in den Grabkammern unter dem Berat-Tempel gab es den Schädel der Matrone. Das habe ich jetzt. Und jetzt muss ich zu Perikis Aussichtspunkt. Den Spaß mit der Altstadt, den hebe ich mir zum Schluss auf, weil ich glaube, dass es da einen Kampf gibt bei Perikis Aussichtspunkt. Bin ich mir da nicht ganz so sicher. Das könnte auch anders abgehen. Achso, warte mal. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf? Händler. Aha, hier. Engari entdeckte, dass der Träger des Ohres des Wahrsagers sich möglicherweise unter den Händlern von Neketaka befindet. Die Ladengeschäfte. Aha, okay. Jetzt kann man natürlich raten, welcher Händler das da ist. Am ehesten würde man den dunklen Schrank vermuten, weil da halt dieser ganze Zauberkram ist. Deswegen gehen wir zuerst zum dunklen Schrank, aber das ist halt nur so ein erster Tipp. Hallo! Ach, hier waren wir lange nicht. Vielleicht gibt es ja was Schönes zu kaufen mittlerweile, was ich damals noch nicht schön fand. Ah, hier, schaut mal da. Geiberstecke, ich glaube, wir haben es schon. Da, in diesem kleinen Kästchen. Ringilein, kannst du das Problem, also kannst du dich unauffällig absetzen? Das Problem einfach so lösen? Das Problem da? Oder ist das noch was anderes? Schlüssel vom dunklen Schrank. Das ist, glaube ich, noch was Altes. Hat mit dem, was wir jetzt gerade suchen, nichts zu tun. Aber wir können mal rumschauen, nicht, dass hier noch irgendwo was aufgetaucht ist, dass es vielleicht irgendwo in einer Vitrine liegt. Was ist hier eigentlich? Oh, hier ist einer. Auch noch ein Händler. Hier ist nicht, also keine guten Chancen, dich zu verstecken. Hier geht's. Was ist denn da drin? Vielleicht ist es ja... Okay, das ist schwierig hier. So, jetzt hast du deine Chance. Jetzt oder nie. Ach, das war... Was? Kreaturzerlegung, das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Tiere für das Opfer hineinziehen. Ich kann hier Tiere opfern. Hallo? Also ich mache das nicht. Ich will nur mal wissen, was das bedeutet. Diesen ohnehin schon toten Hund. Während der Grab... Ja. Wenn ich das opfere, was habe ich davon? Was bringt mir das? Moment. Ich will verstehen, was es ist. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal Arik. Rede mit ihr. Das ist okay. Du scheinst ja nicht sehr glücklich. Warum reißt du nicht so Abwechslung mit mir? Das macht sie ja nicht. Doch, jetzt macht sie es doch. Madiko, ich habe so hart gekämpft, hierher zu kommen, aber ich werde keinen Schmetter von diesem Ort vermissen. Obwohl sie das nicht laut sagt, schlägt sie wütend auf den Tresen. Aha. Hey, Imp, ich kündige. Wenn du mich fragst, mir hat kein einziger Moment mit dir gefallen. Oder laden Imp. Was? Machen Weißler wütend. Arkemia wird machen, dass Rübe wächst in Mund von gemeine Fassina. Der Imp sieht aus, als wollte er mehr sagen wollen, doch dann zögert er. Passen auf da draußen, viele Schrecken. Seine Stimme wird weicher und er blickt nach unten. Der Imp zeigt abweisend auf die Tür und bietet keine weitere Erklärung. Nakakima, glaube ich. Kores, Fassina wirft dem Imp einen fragenden Blick zu. Wo auch immer du hinreist, schlimmer als hier kann es nicht werden. Sie salutiert dir lässig und lächelt leicht. Also, Fassina hätten wir als so ein... Zauber haben wir schon. Mach mal... Magier-Druide annehmen. Erfolg, Anwerber. Genau, die Errungenschaft. Ja. Also, Erklärung. Fassina gehört zu den Gefährten dazu, die man sich... angeln kann, aber zu denen, die halt keine eigene Geschichte haben, nämlich so hier wie Ytwin und wie Konstanten eigentlich auch und wie heißt dieser hier? Recke, richtig.
Und ich konnte sie damals im Let's Play vom Hauptspiel nicht rekrutieren, weil ich ja ihren Freund da diesem einen Schuldeneintreiber überlassen habe, diesem einen Rauatajaner, weil das einfach logischer war, an Ariks Stelle das so zu machen. Und ich wollte sie dann anwerben und dann hat sie gesagt, nee, mit dir nicht. Aber mittlerweile scheint ihr Zorn verraucht zu sein, deswegen habe ich sie jetzt gerade mal rekrutiert, weil ich mir diese Errungenschaft noch holen wollte. Das war noch eine der wenigen, die aus dem Hauptspiel offen war. Genau, habe ich jetzt gemacht. Aber das hat ja jetzt erstmal auch nichts zu bedeuten und das wird auch jetzt nicht weiter wichtig, weil ich werde sie höchstwahrscheinlich nicht benutzen als Gefährtin. Imp. Kaufen. Wir suchen ein Ohr, richtig? Warten, das hier, das Schild fand ich mal, oder den Schild fand ich mal gut. Er sieht schick aus. Schild abwerfen, also nur mittlerer Schild. Nee, das nennt dann nicht. Hier ist es nicht, da nicht, da ist es auch nicht. Ich denke mal, hier ist das nicht. Also wenn ich nicht gerade ein Tier opfern muss, um dieses Ding zu basteln, dann glaube ich ja beinahe, dass ich hier im falschen Laden bin. Aber apropos Tiere, nur um es mal auszuprobieren. Ich will diese Spielmechanik mal verstehen. Speichern. Ich kann jetzt hier ein Tier reintun. Nehmen wir diesen Grabhund-Welpen, den ich jetzt nicht wiederfinde. Doch, hier oben. Den tue ich jetzt hier rein. Und dann opfere ich den. Sein bisheriger Effekt wäre plus 10% Schaden, Nahkampf, gegen Gefäßziele. Genau, das ist das, was hier steht. Und das hier, was hier steht, ist genau das, was da steht. Wenn ich den opfere, was passiert dann? Oh! Ist der hier? Ach, Tierhülle. Ach, ich kann jetzt... Ah, das ist einfach nur zum Umformen. Wenn ich jetzt lieber mit einer Katze rumlaufe, als mit dem Hund oder umgedreht. Aber der beste Bonus, den ich habe, der ist nun mal auf einem Hund oder... Ja, also genau das andere, was man halt bevorzugt. Dann kann man hier aus einem Hund eine Katze machen. Und dem eigenen Namen geben. Ich kann jetzt hier praktisch einen... Machen wir es mal. Bookshot. Ist das mit dem Intellekt opfern? Jetzt kann ich hier wahrscheinlich sagen... ich hätte hier gern diese Hülle. Aber diesen Bonus... Und das heißt dann hier, ich habe keine Ahnung, wie man eine Möbel nennt, Shotbook erschaffen. Grausamkeit gegen Tiere. Ach, das kann man sogar mal, oh, ist schön, dass ich das mal gemacht habe. Jetzt habe ich was genau? Dann habe ich jetzt ein neues Tier. Moment. Also habe ich es richtig verstanden, wie das geht, oder habe ich es nicht richtig verstanden? Wo sind denn die Tierchen? Hier. Das ist jetzt Shotbook. Genau, der ist jetzt in der Form, in der Gestalt einer Möwe oder eines Adlers oder irgend sowas. Und hat jetzt genau den Effekt des Grabhundwelpen. Und man könnte jetzt noch das genau andersrum machen. Dass man sagt, man hätte jetzt gern den Grabhundwelpen und der hat dann den Effekt von Bookshot. Jetzt habe ich sie wieder beide. Genau. Ja, man kann also die Gestalt des Tieres und den ausgeteilten Bonus unter allem, was man hat, halt hier neu kombinieren. Das ist der Sinn des Ganzen. Ja, Punkt. Und man kann das Tier umbenennen. Okay, habe ich verstanden. Hier, stopp. Ihr seid doch auch irgendwelche Händler. Hier, Kuaro-Händler. Hallo, Arik? Kannst du den irgendwie ansprechen? Nee. Kannst du nicht.
Gab es ja nicht so ein Handels... so ein Handelsbot oder so? Also gut, mal hier gewesen zu sein, weil das hätte ich jetzt irgendwie nicht gefunden. Ach hier, nee, das war doch hier nur... Das war dieses blöde Ding, was einem... Ach nee, hier, guck. Moment. Nochmal neu. Grüße! Möchtest du einen Blick in deine Zukunft werfen? Die Puppe in der Kiste legt den Kopf zur Seite und starrt dich mit leeren Blicken an. Er klopft erwartungsvoll auf den Münzschlitz. Das ist der Wahrsager, natürlich. Der hat ein Ohr, das brauchen wir. Eine vertraute Energie, die der ähnelt, die du aus den Artefakten der Gesichter der Jagd gespürt hast, strömt aus dem linken Ohr der Figur. Das Ohr nehmen. Du reichst in die Kiste, packst das linke Ohr der Marionette und reißt es mit einem lauten Knall ab, der kaum den Überraschungsschrei des Wahrsagers übertönt. Die Figur setzt sich in seiner Kiste auf, blinzelt schnell. Eine hölzerne Hand berührt die Seite ihres Kopfes. Ohr des Wahrsagers habe ich jetzt. Er seufzt. Na gut. Ich habe das Ding ja auch kaum genutzt. Trotzdem. Du hättest ja auch einfach fragen können. Mit einem weichen Blicken blinzelt dich die hölzernen Augen an. Oh je. Oh je. So einfach war das. So einfach und so seltsam. Ohr des Wahrsagers. Das hölzerne Ohr von Ifren, des Wahrsagers im dunklen Schrank von zweifelhaftem Talent, ist rau und splittert durch die Abtrennung. Ja, 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 das haben wir gemacht. Soll ich hier nochmal gucken? Hast du noch irgendwas irgendwie an Kram, Verbrauchsgütern, die selten sind, die ich gerne hätte? Ich glaube eher nicht. Nee, hast du nicht? Wir gucken, weil wir hier sind, aber gerade nochmal in den Nachbarladen wegen Kräutern und Co. Kräuter und Co. gibt es in dem exotischen Kräuterladen hier unten. Direkt das Nachbar aus, richtig. Hallo, na du. Ich hätte gerne ein Blumengebinde. Apothekerhandschuhe geben Gewandtheit und Alchemie. Sowas habe ich, glaube ich, sowas ähnliches. Rieselschwamm. Svef. Das kaufe ich mir mal, weil ich das nicht mehr habe. Taru Taru Prim. Der nächste Bossgegner kommt bestimmt. Deswegen kaufe ich das hier alles. Mundkohle. Hast du noch irgendwas anderes? Hier. Rahishan. Federblatt. Das haben wir, glaube ich, gut verbraucht die letzte Zeit. Lösung, Reagenz, Palmenlatten, auch mal ein paar. Ja, ansonsten, man kann ja alles kaufen. Man kann es aber auch lassen. Ich will jetzt aber auch nicht so viel kaufen, weil das, was die Helden hier haben, das ist gar nicht so schlecht, denn ich habe ja ein neues Item, das haben wir uns doch gar nicht angeschaut. Kaufen. Ich hatte in Vorbereitung auf den Kampf gegen Dorudugan, so hieß der, hatte ich mir auf einem... Deck der vielen Dinge, oder wie das hieß, dieses Handelsschiff. Das haben wir uns im Let's Play noch nicht angeschaut, weil das so ein DLC ist. Das gucken wir uns aber dann demnächst mal an, wenn uns das uns den Weg kreuzt. Da habe ich mir was gekauft. Das hat jetzt gerade Dringil an, nämlich den Ring des schicksalhaften Wohlstands. Ein valianischer Adliger erbte überraschend mehr Geld, als seine Ländereien in 2 Jahrzehnten eingebracht hätten. Er wollte diesen Glücksfall mit einem Ring feiern, der seinem neu erworbenen Reichtum entsprach. Der Adlige fand eine Zauberin, die in der Lage war, ein solches Schmuckstück zu fertigen, und gab ihr dazu freien Zugriff auf seine Ressourcen. Die Zauberin warnte davor, dass das Unterfangen kostspielig sein würde, aber der Adlige wischte sämtliche Bedenken beiseite. Ein halbes Jahr später kehrte die Zauberin mit dem Ring zurück, dessen Edelscheine in allen Farben glänzten. Zusammen mit dem Ring gab die Zauberin dem Adligen einen kleinen Münzbeutel. Darin befand sich der kümmerliche Rest seines Erbes. Gewährt die Macht des Geldes. Nur im Kampf. Auf den Träger. Erhöht basierend auf dem aktuellen Vermögen der Gruppe die Chance des Trägers, Treffer in kritische Treffer zu verwandeln. Jetzt kenne ich leider die Schwellen nicht, ab denen das funktioniert. Wir müssen mal bei Dringil irgendwie gucken. Macht des Geldes, ob das irgendwie... Ob man das irgendwie dechiffrieren kann. Im Kampf. Weil so 15% Treffer in kritische Treffer umzuwandeln ist schon echt ein Wort. Deswegen ist es wichtig, wie hoch der Kontostand ist. So. Gut, raus hier. Und dann von der noblen Adresse des Perigi-Aussichtspunkts
in den Schlund und noch viel schlimmer in die Altstadt. Ranzige solche. Xodi, wieso läufst du mit so viel Kikilza an den Händen rum? Der Schlund. Altstadt. Ach, wir können gleich einen Altstadtausblick. Gehen wir gleich einen Altstadtausblick. Runter müssen wir ja sowieso. Und so sind wir gleich hier. Wir suchen hier die Atra-Perle. Engari erfuhr, dass sich eine Perle in den Klauen einer Kreatur befindet, die in irgendwelchen Ruinen unterhalb von Neketaka lauert. Vielleicht kann die Kreatur aus seiner Grube geködert werden. Eine Grube in Ruinen unterhalb von Neketaka. Das müssen dann eher die Altstadtruinen sein, nehme ich mal an. Deswegen sind wir hier im Altstadtausblick wohl falsch. Ich schicke die Helden zu den Ruinen und dann muss ich da mal auf der Karte schauen, ob es da irgendwas gibt, was einer Grube ähnlich sieht. Im Moment habe ich da noch keine Idee, was das sein kann. Weil ich sehr lange hier nicht war. Achso, ja, hinablaufen und so weiter. Ruinen. Auf den ersten Blick habe ich hier nichts, was einer Grube ähnlich sieht. Dann müssen wir wohl oder übel mal durchlaufen und schauen, ob hier irgendwas ist, ob sich irgendwas angesiedelt hat oder ob hier was schon lange gewesen ist, was wir nur nie gesehen haben. Damals. Hier haben wir Motwür irgendwo gefunden, das weiß ich noch. Das hier wäre eine Grube. Ach, dieses Spiel mit seinen Andeutungen. Hallo, wer seid denn ihr? Skuldrax. Hüpf wie der Wind. Wie gemein. Schäm dich, Arik. Das machen wir gleich noch. Das hinterher hier, weil der hat Resonanz gesammelt. Beziehungsweise sie. Und die bekommt ihr gar nicht. Zack, weg. War das so die Mente meiner Erkundung hier oder war das jetzt schon was, was mit der Adra-Perle zu tun hat? Weil eigentlich haben wir doch hier alles ausgemerzt seinerzeit. Aber nichts da. Also in dem Höhlenbereich hier unten ist nichts. Das habe ich hier was gesehen. Was bist du für einer? Skuldrak-Kreischer. Naja, ich habe jetzt erstmal keinen besseren Verdacht, als hier mich genau in den Ecken umzuschauen. Wo irgendwelche neuen Viecher sind. Dringil, du bist gemein. Hier ist ein Töpfchen übersehen worden. Pockenkappe. Eieiei, schlecht gespielt. Grube. Altes Versteck. Es kann theoretisch natürlich doch im Altstadtausblick gewesen sein, weil ich da jetzt nur so durchgelaufen bin. Aber Ruinen war... Ja, erkrankt. Klasse. Aber die Ruinen waren ja schon vom Namen her da irgendwie das sinnvollere Versteck. Hier war Motwür. Motwür wieder abladen. Also hier auf der Karte ist nichts, wenn ich nicht davon ausgehe, dass es hier in diesen Tempelruinen ist. Mal noch kurz checken.
Und immer schön durch die Leichen, was aber auch dazu führt... Ach, hier kann man das pushen, schaut mal. Man muss mit dieser Platte des Wächters immer nur durch diese Leichen laufen, in den Ruinen unter Neketaka. Und kann dann dadurch diese Zustände sich abholen, um das, diese beiden Sachen, Platte des Wächters und das, was der hat, dieses Schild, diesen Schild, der Schild, aufzuleveln. Alle seelengebundenen Verbesserungen sind freigeschaltet. Aha. Die Reste von Rynhäders Ausrüstung sammeln wäre wohl auch gerade das nächste gewesen, was man hätte machen müssen. Aber das hat man schon gemacht. Das ist jetzt quasi in einem Rutsch jetzt alles gegangen. Und was macht das jetzt alles? Geplagte Stärke. Das ist dieses Krieger-Heilungsding. Ist das nicht schlecht? Latente Energien erhält dadurch einen Bonus auf die Aktionsgeschwindigkeit. Aha. Jetzt müssen wir gucken, was jetzt besser ist, Arik. Die hat einen höheren Rüstungswert. Wenn der Träger so sein verletztes Blut fließt, erhält er über eine lange Dauer eine zufällige Geistesinspiration. Das ist nicht schlecht, zufriedenheit im Tod im Leben. Eine Aura, die reinen Schaden über Zeit an nahen Gegnern in Abhängigkeit von ihrer verbleibenden Gesundheit verursacht. Das ist auch, das ist echt gut. Das ist echt gut. Ich möchte das wieder haben. Diese reine Schadensaura ist halt echt unglaublich gut. Außerdem kann ich die noch verzaubern. Man müsste natürlich sie schon im verzauberten Zustand mit der anderen vergleichen. Ich kann ja nämlich noch eine Sache draufpacken. Gesicht des Pförtners. Was ist das? Aura, die den Rüstungswert an nahen Gegnern senkt. Ist auch nicht schlecht. Beruf des Pförtners plus 1 Angriffsbindung. Nö, dann wäre Aura des Pförtners, also Gesicht des Pförtners wäre besser. Das war das mit dem Senk, den Rüstungswert von Gegnern in der Nähe. Was braucht man dafür? Eine schwarze Perle, Schale, Reptilienblut und das habe ich alles genug. Mach das mal, komm. So. Um sie legendär zu machen, das ging natürlich auch noch. Da bräuchte man entweder das hier oder sowas hier. 2 Saphire. Was hätte ich dann? Dann hätte sie plus 4 Rüstungswert nochmal. Also einen mehr. Dann hätte sie genauso viel Rüstungswert wie die andere Rüstung. Deswegen, ach komm, Augen zu und durch. Ich wollte Geld sparen, ich weiß, aber das geht ja. Achso, ich könnte sie theoretisch noch mythisch machen. Wir gucken uns das mal an, was da käme. Dann käme noch ein weiterer Rüstungswert obendrauf. Und dann würden wir aber das Ding verbrauchen, was wir bei Dorudugan gesammelt haben. Das ist aber, glaube ich, einzigartig. Weil, woher sollen wir es nochmal kriegen? Nochmal dieses Vieh besiegen, da habe ich keinen Bock drauf. Nochmal eins finden, das ist noch viel schwerer, das gibt's aber nicht. Deswegen sollte man sich sehr überlegen, welche Rüstung man mythisch macht. Aber jetzt kann man gut vergleichen. Sie haben jetzt beide den gleichen Rüstungswert. Und mir gefallen die Spezialeffekte von dem geschwärzten Plattenpanzer besser als der von der Platte des Wächters. Die aber auch nicht schlecht ist, muss man sagen. Deswegen bleib die mal hier und du hast das wieder angezogen. Genauso kennen wir dich. Und Ederchen, dein Schild, das könnte ich hier natürlich Power Gaming machen, indem ich immer durch dieses Zeug da durchlaufe. Aber das wär Power Gaming, meine ich. Jo, Rätselraten ist angesagt. Hier ist es auf jeden Fall. Wer bist denn du? Gwenfin. Die Elfin springt zurück, als sie sich die Tür öffnet. Sie hat ihre Waffe erhoben und ist bereit anzugreifen. Als sie dich sieht, lässt sie die Waffe langsam sinken. Eder. Habe früher einem Mädchen den Hof gemacht, die das immer dann gemacht hat, wenn ich bei ihr war. Vermisse sie. Und Gwenfin. Du bist es. Aber wie bist du dort durchgekommen? Sie späht durch die Tür und sieht zum Schrein auf der anderen Seite. Ist er das nun? Sie knurrt verärgert und sieht an dir vorbei. Ja, warst du nochmal? Ich stehe auf dem Schlauch. Nach was genau suchst du? Es gibt da einen alten Ondra-Tempel. Dereo sagte, er wäre direkt hinter dieser Tür. Sie sieht sich um, als ob sie erhoffte, etwas zu finden, das sie bisher übersehen hat. Ja, der Tempel ist noch ein bisschen weiter, Liebes.
Ja, okay, das ist so eine Direo-Abgesandte. Passt schon. Damit haben wir nichts zu tun, deswegen da oben hin. Ich muss an einer anderen Stelle der Altstadt weitersuchen. Weil hier ist offenbar nichts. Und bisher habe ich alles relativ gut gefunden. Das ist die Altstadt. Ach, hier ist so eine Grube. Das könnte sein. Stimmt. Das ist mein bester Verdacht bisher. Stopp. Was ist denn hier? Noch was übersehen. Mann. Tintenhaar und Pyrit. Danke. Und ich sammle doch noch so ein paar Effekte bei Edea und bei den anderen. Oh. Geifercheck-Alarm. Was ist denn hier los? Da. Ist das jetzt was für dieses DLC oder ist das. Ah, das ist DLC, okay. Die Adra-Perle. Wetten, jetzt kommt irgend so ein kerstiges Ding? Ja, logisch. Na? Tentakel oder nicht? Kuckuck. Kuckuck. Darf ich mal. Hallo! Ist ja nicht zu fassen. Ganz schnell eine Andacht. Aber ganz, ganz schnell. Trinke, du schießt auf einen. Ach, das sind Gift-Nagas. Die haben aber. Wir haben doch. Lagofeld waren das doch vom Sound her. Schießt dem dazwischen die Kiemen. Ätherchen. Das sind alles deine hier. Arik, du kannst dich schon mal auf den Weg machen. Das wird zu lange dauern mit. Exodi. Und du lässt die Hose runter. Au, au, au! Dringi, geh da mal weg. Die können dich alle irgendwie nicht leiden. Kann ich gar nicht verstehen. Und Xoti wurde unterbrochen. Kann das sein? Denn ich sehe hier keinen Buff, Xoti. Ich sehe keinen Buff. Tut mir leid. Ich meine, was ich sage. Und Arik wurde auch unterbrochen. Was ist mit euch los? Lasst euch doch nicht so unterbrechen wie die Anfänger hier. Der will dir hinterher. Daraus wird nichts. So. Der, das ist deiner. Ich wiederhole mich. Mach mal gerade den. Bisschen Heilung. Dringi, schieß auf. Wer will der zu dir oder will der nicht zu dir? Das ist die gute Frage jetzt hier gerade. Ach, schieß mal. Es ist gefährlich, falls er zu dir will. Arik ist schon wieder da. Warte mal kurz den Segen ab. Danke. Also die Heilung, meine ich. Dringi hat irgendwelchen Schaden. Dann hüpft wieder in den Wind. Eigentlich müsste ich Arik den Segen des Champions. Nee, des Kreuzfahrers habe ich nicht mehr, weil das eine Mal in die Hose gegangen war hier, jo. Dann. Eine Fürbitte. Und Konstanten holt noch eine Hose raus. Hat noch genug. Dringil, die wollen alle was von dir. Die wollen alle was von dir. Nee, der ist ja gleich tot. Da, das Vieh schießt auf dich, glaube ich. Arik, bist du wieder da? Da unten bist du. Die haben so alle ein bisschen Resonanz, aber das reicht noch nicht. Hüpf nochmal rein, dann sind die aber eh schon weg. Da muss man gar nicht mehr groß irgendwas machen. Attacke hier auf den. Zu spät. Zu spät. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass es eine zweite Phase in dem Kampf gibt, dass da gleich noch eine Welle kommt. Das kann ja nicht alles sein hier. Da war ja in den Grabkammern, also im Bera-Tempel, Untergeschoss mehr los.
Ach, jetzt haben die alle schön Resonanz getankt, richtig? Du hast genau 3 Wunden, das ist vortrefflich. Mach mal den. Und tschüss. Noch was? Salam. So, Lagerfeldleber, Giftdrüse, Reptilienblut hier und Giftdrüse da. Wilde Klapperschlange ist vielleicht irgendwie neu gewesen, wer weiß. Korallenlager Schwert, ansonsten hier noch ein Schleimaal. Und Korallenlager Schwert und so weiter, jawohl. Das ist hier alles. Gut, wir können noch mal in den Tempel reingucken. Für den Fall, dass ich damals irgendwas übersehen habe. Aber ansonsten denke ich, dass wir hier alles haben. Alle Artefakte aufgestöbert. 2 Episoden hat es gedauert. Das heißt, wir können wieder Gen Kasuvari segeln und mal gucken, was das dann... Ein Geheimversteck-Alarm? Och man, das habe ich alles vergessen hier und übersehen. Das gibt's doch gar nicht. Sogar was Einzigartiges. Das gibt's gar nicht. Zahnrad von Co. Was ist denn da? Hallo? Was ist denn hier los? Oder war das jetzt eine überirdische Probe, die du ablegen musstest? Das kann man aber hier gar nicht sehen, was du da gemacht hast. Was ist das für ein Ding? Das ist irgend so ein... sowas hier. Das Zahnrad von Co. Dieses Relikt ähnelt einem formellen Abzeichen oder Insignien aus militärischen Dekorationsbeständen, auch wenn das Symbol mit keiner bekannten Gruppe assoziiert wird. Zeit und Abnutzung, deren Spuren man auf dem Metall sieht, legen nahe, dass es sehr alt und weit gereist ist. Den Einfluss, den es auf eine eng verbundene Gruppe Kämpfer ausübt, deutet darauf hin, dass ein einflussreicher Ritter oder General es als einen Zauber benutzt hat, um seine Truppen zu inspirieren und sich aufmerksam zu halten. Abgesehen von den Informationen, die man über seine Kraft ableiten kann, sind seine Ursprünge immer noch geheimnisvoll. Was gibt das jetzt am Hals? Kann man das tragen? Es sieht schick aus. Gewährt gemeinschaftliches Gemetzel. Kann man im Kampf benutzen. Mehr Schaden mit Waffen. Verbündete rings um den Träger fügen mit ihren Waffen erhöhten Schaden zu. Aha. Halt. Man erhält die Aufmerksamkeitsinspiration für 8 Sekunden immer dann, wenn ein naher Verbündeter einen tödlichen Schlag erzielt. Na, das ist jetzt... Das ist so... Also wenn man so viele Gegner hat, dass man da häufiger mal in die Situation gerät, dass ein naher Verbündeter einen tödlichen Schlag erzielt, dann ist der Gegner so leicht, dass man das nicht unbedingt braucht, also diesen Effekt hier. Da ist das mit dem plus 5% Schaden schon interessanter. Wäre was für Eder, weil Trinki steht meistens abseits. Aber Eder hat hier das... Aber nur 25% maximale Gesundheit, das ist natürlich echt zu überlegen. Man muss echt zu überlegen. Ederchen, vielleicht machen wir das mal. So. Oh je, ich möchte nicht wissen, was ich woanders noch übersehen habe, beziehungsweise vielleicht ist ja damals... Also ich bin mir sicher, dass Dringil hier in der Nähe war. Vielleicht ist damals einfach diese Probe in die Hose gegangen. Diese Entdeckenprobe. Ich müsste theoretisch nochmal überall lang gehen. Wer weiß, was ich an anderen Stellen... in anderen Dungeons noch finden würde. Weil so viel, wie ich jetzt hier gefunden habe, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das alles ein Zeichen von schlechtem Spiel, von ungenauem, unvollständigem Spiel damals hier gewesen sein soll. Ich habe mich da lange hier aufgehalten. Schlundfälle. Ja, wo wollen wir denn hin? Da, Klippenstufen, richtig. Klippenstufen klingt gut. Ach nee, wir können ja auch durch die... Ach, wisst ihr was, den ganzen Rückweg jetzt hier. Ich gehe jetzt irgendwie zurück. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe ja mehrere Wege. Einmal so und einmal so. Ich beende mal hier schon mal die Episode, mache die Abmoderation. Denn weiter mit den Helden auf der Großquirling, wie sie gerade aus dem Hafen von Nekitaka auslaufen, geht's im nächsten Teil. Bis dahin. Ich bin nochmal da. Ich bin gerade auf dem Weg zurück zum Hafen und habe hier in der Graberstraße im Nebenzimmerchen von ihm hier, Ernetzo, noch was entdeckt. Hier in dieser Schatulle, die konnte man gerade knacken.
Eine einzigartige Waffe, die Rote Hand, ist eine zweihändige Arkebuse. Einzigartiger Art. Der junge Brigant, der einst diese Arkebuse bei sich trug, hatte nicht die Absicht, ein Mörder zu werden. Jene, denen er den Doppellauf an den Kopf hielt, hatten die Wahl. Sie mussten ihm nur ihre Wertsachen übergeben und schon konnten sie ihres Weges gehen. Die Waffe war einschüchternd genug. Niemand sollte tatsächlich zu Schaden kommen. Als ein alter Aumauana-Priester sich wehren wollte, handelte der Brigant instinktiv und drückte ab. Nach zwei Schüssen war der Narr erledigt. Danach fiel das Töten leichter. Genau genommen wurde es dann zur Regel und war nicht mehr die Ausnahme. Leichen zu durchsuchen war einfacher als zu rauben und mindestens so lukrativ. Er behielt die Waffe immer bei sich, selbst wenn er schlief. In seinen Träumen sah er die morbide Parade der von ihnen Getöteten. Im Laufe der Jahre wurde sein Herz immer härter. Er konnte nichts mehr empfinden, nicht einmal bedauern. Unfähig, den jungen Mann, der er einst gewesen war, mit dem abgestumpften Monster, das er geworden war, in Einklang zu bringen, griff der gefühllose und resignierte Brigant schließlich zur Waffe, um sich selbst zu richten. Das war für alle Beteiligten das Beste, glaube ich. Und weg ist sie. So. Ja, und jetzt nochmal. Ich hoffe, ich finde nicht nochmal irgendwas hier irgendwo. Ja, weiter mit den Helden an Bord der Supergewehrling. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.